Substituten, alles geben. Nach anderthalb Jahren Bauzeit wurde der Offshore-Windpark Arkona in Sassnitz-Mukran am 16. April offiziell in Betrieb genommen. Im Rahmen eines Festaktes schalteten Bundeskanzlerin Angela Merkel, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und E.ON-Chef Johannes Theissen zusammen mit einer Sassnitzer Vorschulklasse die Windkraftanlage offiziell ein. Mit 60 Windrädern ist der Windpark der leistungsstärkste in der deutschen Ostsee. In keinem anderen Land der EU wird so viel Energie aus Windkraft gewonnen wie in Deutschland. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel beim Verkehrssektor, besteht in Sachen Umweltfreundlichkeit allerdings noch Nachholbedarf, betonte die Kanzlerin. Wir haben bis heute von 1990 an nichts eingespart. Jedes effizientere Auto ist ersetzt worden durch mehr Autos oder größere Autos oder was auch immer. Und da Deutschland ein Transitland ist und unser Verkehrssektor danach berechnet wird, wie viele Menschen in Deutschland tanken, ist es gar nicht allein in unserer Hand, selbst wenn wir alle Elektroautos haben, aber in Polen oder Frankreich oder Belgien oder Niederlanden diese Entwicklung nicht gleichermaßen stattfindet, dann haben wir eine große Schwierigkeit. Also hier liegen noch große, große Dinge vor uns. Der neue Windpark kann unter Volllast rund die Hälfte aller Privathaushalte in Mecklenburg-Vorpommern mit Strom versorgen. Dieser wird über eine Umspannplattform in der Ostsee nach Lubmin und Greifswald geleitet. Von dort aus wird er in das deutsche Stromnetz eingespeist. Derzeit befinden sich 4 Windparks vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Bundesweit nimmt unser Bundesland einen Spitzenplatz bei der Nutzung von Windenergie ein. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sieht insbesondere in Offshore-Anlagen ein großes Potenzial. Die Windenergie in Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere offshore, also in der Ostsee, hat eine große Zukunft. Und gerade hier ist die Kritik wesentlich geringer als zum Beispiel Windkraft auf dem Land. Und ich sehe da eine große Chance. Auch die zukünftigen Technologien werden dafür sorgen, dass man mit weniger Windmühlen mehr Energie erzeugen kann. Und wenn wir alle Klimawandel wollen, wenn wir keine Atomkraft und keine Braunkohle mehr wollen, dann müssen wir auf Windkraft setzen. Der Offshore-Windpark Arkona ist ein deutsch-norwegisches Projekt. Die Energieversorger E.ON aus Deutschland und Equinor aus Norwegen investierten ca. 1,2 Milliarden Euro. Unterstützung erhielten sie auch aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich. Dort wurde die Umspannplattform gebaut. Arkona ist bereits der 2. Windpark im Seegebiet zwischen Rügen und Bornholm. 2 weitere sollen noch dazukommen. Ich glaube, die Zukunft gehört den Erneuerbaren. Ja, wegen des Klimaschutzes, aber auch, weil sie in Zukunft immer günstiger sind als die alte Energie. Und deswegen müssen wir sie weiter ausbauen. Aber wir müssen diesen grünen Strom auch als Elektromobilität, als grüne Wärme und Kälte den Menschen nutzbar machen. Auch die Stadt Sassnitz und das Land Mecklenburg-Vorpommern profitieren von dem Projekt Arkona. Durch den Windpark in der Ostsee vor Rügen sind rund 50 direkte Arbeitsplätze entstanden. Rund 150 Menschen arbeiten in anderen Unternehmen für den Windpark.